Allerdings ist das Wording auch in der chinesischen Presse, was das angeht, viel härter geworden. Zum Beispiel in der Taiwan-Frage. Dort ging es jetzt, und es geht mehr und mehr mit harten Bandagen zu. Da geht es jetzt um eiserner Wille Chinas gegen die felsenfesten Aussagen der Amerikaner, den Taiwanesen oder die Taiwanesen zu unterstützen. Da haben die Chinesen geschrieben, ja, man wird mal sehen, ob die auch bis zum Tode kämpfen. Eine Wortwahl, wo ich erstmal gedacht habe, was? Das klang ziemlich, und ich lache auch noch. Also es ist eigentlich eine ziemlich ernste Angelegenheit. Das Wording ist auf eine unangenehme Art entwickelt sich das Ganze. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass Bullen die beißen. Nee, Bullen beißen nicht. Nein, Hunde, die bellen, nicht beißen. So heißt es. Dass tatsächlich so ist, aber man hat gesagt, naja, gut, das sieht im Moment in Taiwan nach der Eskalation bis zum Showdown. Ich zitiere das Ganze aus. Und das ist schon Wortwahl, wo ich sage, aber die Chinesen sagen, nein, wir können ja zuversichtlich sein, denn die Amerikaner wollen eben nicht bis zum Tod und sie müssen sich darüber im Klaren sein, Atomschläge gehen eh nicht, weil wir haben im Zweifelsfall eine so große Zweitschlagmacht, dass wir, wenn es da wirklich dazu was kommt, also da habe ich auch gedacht, was? Das klingt nicht so schön.